Folge 3 der Penny.dl Eishockey-Grillmeisterschaft. Wir haben zum Mittag schon Chicken Nuggets verputzt. Die zwei Roosters schaffen wir auch noch. Wir bringen die Panther zum Weinen. Und das nicht nur beim Zwiebelschneiden. 14 Teams, 7 Duelle. Heute gibt's 2 Teams und 2 Gänge. 60 Punkte sind das Maximum. Und heute am Grill diese 4 Herren. Mirko Höflin. Leon Hüttl. ERC Ingolstadt. Was ist euer Konzept? Chaos. Emil Faas. Sven Ziegler. Iserlohn. Roosters. Was dafür besonders schön ist, dass du ins Schwitzen kommst. Mhm. Oh. Die Penny DEL Eishockey Grillmeisterschaft. Der nächste Gang. Duell Nummer 3. Und das heißt Ingolstadt gegen Iserlohn. Und das Motto für Iserlohn ist vor allem Wiedergutmachung. Denn im letzten Jahr landeten sie auf dem unrühmlichen letzten Platz. Deswegen stehen die Jungs auch schon bereit am Grill, scharren mit den Achtung Kufen. Polo ist bereit an der Pfeife. Vorher wollen wir aber von Meta hören, was gibt es denn heute zur Vorspeise? Wir starten heute mit Balsamico-Pilzen mit Kräuterdip. Das klingt sollte gut. Gelingen. Klingt sehr gut. Dann würde ich sagen, Polo 3, 2, 1. Und bitte. Los geht's. Pilze sind ein bisschen das Allerweltswunder. Mit Pilzen kann man unheimlich viele Dinge anstellen. Also nicht nur, dass man sie roh essen kann, man kann sie marinieren. Hast du einen Zettel? Hast du einen Zettel? Nee. Lesen haben wir's. Aber nicht ausprobiert. Mirko hat das alles übernommen. Ich darf nicht in die Küche. Meine Frau, die dreht immer durch, aber wenn die sieht, wie ich schneide. Es war am Anfang sehr, sehr holprig. Der eine macht, der Chef liest, gibt Kommandos und der andere tut. Oder was ist euer Konzept? Chaos. Wir dachten halt, dass wir herkommen und einfach das Rezept lesen und dann geht's los. Aber irgendwie. Nee. Schwierigkeitsgrad heute in der Vorspeise, wo würdest du den sehen? Eine Null? Einfacher geht's nicht. Also Null ist jetzt schon sehr gemein. Ich habe noch nie Pilze geputzt. Wir haben doch gar kein Wasser, oder? So ein Pilz ohne Wasser? Ja, ich glaube, man reibt die nur so ab. Das soll ich jetzt übernehmen stehen, ne? Das letzte Mal, dass ich einen Champignon auf dem Grill hatte. Für mich selber glaube ich noch nie, weil ich bin nicht so der Pilzfreund. So Jungs, wie sieht's bei euch so aus? Ihr seid auf jeden Fall schon mal einen Schnuff weiter als ja, die schlafen ja drüben ein. Ja, das geht niemals. Die Pilze, die waren sehr schwierig aufzuspießen. Die waren, glaube ich, ein bisschen präpariert, damit die Iserlohner sich gut fühlen nach dem letzten Platz von letztem Jahr. Die Spieße, die sind ja viel zu groß. Ja, das stimmt schon, wie dick die sind. Dem safe ist nicht gut. Das ist nicht gut. Fuck. Hätte ich die nehmen sollen. Also dass so eine einfache Aufgabe jetzt schon Ärger macht, das hätte ich nicht erwartet. Man lese das Rezept genau durch, dann werden die schon aufgespießt. Nee, wir müssen die erst noch einlegen. Also Ingolstadt war irgendwie in sich gekehrt. Emil hat ja auch schon Grillerfahrung. Du warst ja tatsächlich schon mal hier bei der Eishockey-Grillmeisterschaft. Ja. Konntest also Sven ein paar Tipps geben, ja? Ja, zum Beispiel sein eigenes Messer mitnehmen, hat er aber nicht gemacht. Das ist genau dasselbe, wenn ich zu Hause in der Küche stehe. Ja, aber so wie du da rührst, weißt du nicht mal, wo daheim die Küche ist? Doch, die ist neben der Eingangstür, das weiß ich. Das ist der Kühlschrank mit den Getränken. Polo, du hast das da im Griff, dass Meta nicht so viel hilft, ja? Ja, ich schau. Also, aber die Jungs brauchen wirklich Hilfe. Die brauchen wirklich Hilfe? Mhm. Ich würde sagen, dass Meta dann am Ende unsere größte Konkurrentin war. Also da muss ich beide Augen zudrücken, aber es geht anders nicht. Rühren, mischen, richtig mischen. Also man kann es so auslegen, dass wir 2 gegen 3 gegrillt haben. Was ist Thymian? Das ist der Thymian, ne? Das ist Rosmarin, Petersilie und Schnittlauch. Oh, perfekt. Was brauchst du? Das ist der Thymian. Das ist Thymian. Ach, da war jemand da, wo uns geholfen hat, oder wie? Habe ich nicht mitbekommen. Boah, ich hasse das, wenn meine Hände schmutzig werden. Kannst du das machen? Nee. Macht ihr 2 verschiedene Kräuterdips? Ja. Der ist schon ganz okay, den wollen wir nicht mehr versauen. Okay. Deswegen machen wir einen zweiten. Fleiß, sehr gut. So, wir haben es von Meta gehört. Das ist ein ganz einfaches Rezept auch zum Nachkochen. Und das könnt ihr zu Hause natürlich auch tun. Alle Rezepte auf penny.de/grillen.
hätten. Wenn es wenigstens schwer wäre und wir kriegen es nicht hin. Zur kleinen Info, ich war so freundlich und habe euch den Grill eingeheizt. Allerdings habe ich ihn nicht auf die hohe Stufe gestellt. Also ich meine, ich habe den Grill einfach mal eingestellt, damit er wenigstens warm ist. Aber dass man nicht mal kontrolliert, ob der Grill überhaupt richtig Power hat, das verstehe ich jetzt bei Jungs nicht. Ich finde, die sind ganz gut. Oh, die sind doch gut. Ohne nicht, oder? Wer überzeugt ist, darf servieren. Die Punkte kriegt ihr selber. Ich sage jetzt einfach mal, dass ihr Fehler war, weil wir machen keine Fehler. Meinst du, hat jemand schon mal schlechter abgeschnitten als wir? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann die letzten 10, 9, 8. 7. Komm, nimm's also weg. Ich will's nicht mehr sehen. Komm, nimm's weg. Abbruch schon vorher, aber okay. Wir sind fertig. Wir können probieren, befürchte ich. Aber den Knoblauch hat man hier auch gefunden, ne? An dem Tisch. Aber schmeckt. Muss nicht immer kompliziert sein. Die zwei da drüben haben große Probleme. Stichwort große Probleme? Wir schauen rüber. Sollen wir uns trauen? Ja. Ich erwähne zuerst mal, dass die Teller eine Weltreise hinter sich haben mit so vielen Fingerabdrücken. Das ist eine leckere Rohkostspeise. Nee, Null gibt's nicht. Vielleicht ist er etwas. Versteck die mal. Die Null kann ich auch mit den Fingern zeigen. Wir starten mit Team Iserlohn. Von mir gibt's dafür gute 6 Punkte. Bei mir gibt's bessere 7 Punkte. Nee, Rezept war perfekt. 8 Punkte macht insgesamt 21 Punkte für Iserlohn. Leichte Schweißperlen schon auf der Stirn bei den Ingolstädtern. Mit denen machen wir weiter. Hier gibt es einmal 3 Punkte von mir. Bei mir gibt es rohe 2 Punkte. Gutes Sprichwort, roh. Wir waren da noch nicht so ganz im Modus. Also bei mir gab es 2 Punkte, einfach weil alles auf dem Teller lag, was auf dem Rezept stand. Und das war ein Dip und der Spieß. Und damit haben die Iserlohner schon echt einen dicken, dicken Vorsprung hier nach der Vorspeise. Weiter geht's. Noch ist zumindest mal rechnerisch alles möglich. Wir haben ja noch ein Drittel zu spielen, besser gesagt zu grillen. Der Hauptgang wartet auf uns. Und Meta, auf was dürfen wir uns freuen? Jetzt wird's richtig spannend und auch ein bisschen schwierig. Und zwar machen wir jetzt einen schönen Knusperkasten. Und in diesen Knusperkasten machen wir einen Salat von Grillzucchini, Räuchertofu. Und das Ganze wird natürlich lecker mariniert. Der Trick, dass man mit einem Teig ein wunderschönes Schälchen machen kann und dazu einen leckeren Salat, das musst du erst einmal nachmachen. Ingolstadt, wie sieht's aus? Druck ist da, aber ist der Glaube auch noch da? Ja, vegan hat geklappt, aber es war nicht gut. Aber jetzt wird's besser. Viel zu viel Mehl. Ich habe gesagt, viel Mehl. So. Also beim Teig geht's darum, dass die Brösel, die on top kommen, das heißt Paprikachips, dann haben wir da noch ein paar Salatkernenmix, eingeknetet werden, dann ausrollen. Okay. Dann mit Mehl bestäuben, sodass alles schön trocken ist. Wenden und auf der anderen Seite das Gleiche mit dem nochmal machen. Du weißt, normalerweise gibt es in der Kabine immer kurze Ansprachen für die Jungs, ob die sich so viel merken können. Ich freue mich sehr auf dein Knusperschälchen. Glaube ich dir sofort. Es hat mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Aber das lag wahrscheinlich an meinem Superpartner Leon. Mehr, mehr, mehr. So, stopp. Okay. Rollen. Ein bisschen. Okay. Ein bisschen fester. Jetzt haben wir Kinderbetreuung. Ihr braucht es aber auch. Also bei Team Ingolstadt ist auf jeden Fall betreutes Kochen angesagt. Da muss man schon festhalten, das läuft bei Iserlohn durchaus selbstständiger. Ihr habt ja so einen Vorsprung, da ist ja eigentlich schon nichts mehr zu holen, oder? Naja, aber wir wollen sie ja deklassieren, wenn dann. Ja. Natürlich freut man sich gegen seine Ex-Kollegen und auch Freunde in meinem Fall jetzt zu sagen, hey, wir können auch was anderes als Eishockey spielen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt hier ist doch ein anderer Zug drin, oder? Es wird besser. Also der Ehrgeiz ist geweckt worden hier, ne? Beim Vizemeister. Es kam durch den Charme von der Vorspeise. Eine Saison kann ja auch mal schlechter anfangen und dann zum Ende wird es dann gut. Sie sehen wirklich gut aus. Echt? Danke. Ich kenne ja einen Emil, mit dem ich jetzt auch zusammengespielt und ich glaube, der ist so ein bisschen ein Streber. Also der wird sich zu Hause wahrscheinlich hingehockt haben, vielleicht auch nochmal selber gekocht haben. Gibt's denn auch sowas wie Trash-Talk auf dem Eis? Ich lasse meine Kochkünste sprechen.
Ist viel wichtiger. Okay. Ist es auch. Bei der Grillmeisterschaft schon. Ja, um die Meisterschaft in der DL spielst du ja nicht mit. Oh. Ja, die Schwierigkeiten am Set waren natürlich die Sticheleien von hinter dir, neben dir, der Zeitdruck natürlich auch. Letzten 4 Minuten, es geht ans Anrichten. Polo hat die Beobachterrolle eingenommen. Du staunst. Ich glaube, wir haben hier einen Geheimfavoriten am Start. Also für den Gesamtsieg jetzt schon gesprochen, oder was? Also was besonders schön ist, dass du ins Schwitzen kommst. Mhm. Oh. Dankeschön. Irgendwann hat man ja auch die Schweißperlen im Gesicht gesehen und das finde ich natürlich super sexy. Ich schneide der Meter jetzt ein Herz, vielleicht gibt es dann Punkte. Und jetzt? Danke! Wir können. Da hat jemand Hunger. Zeig mal. Ja, das ist ja, aber das Herz ist toll. Das ist, weil mein Herz in dem Gericht steckt. Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Wenn man sich nicht anders zu helfen weiß, gell? Das war absolute Panikreaktion. Einfach zu sagen, ich bin doch eigentlich ganz lieb und wenn ihr lieb seid, dann gebt ihr uns gute Punkte. Ganz wichtig, ist er knusprig? Ja? Am Rand, innen ein bisschen pampig. Weil wir so lange gewartet haben. Weil Ingolstadt so lange gebraucht hat. Erzähl doch nicht. Wieder gut vorgelegt, würde ich sagen. Ja. Das wird hart, Jungs. Jetzt müssen wir noch irgendwas anderes machen. Jonglieren einfach mit den Tomaten. Das ist natürlich hier eine Eins, ne? Das ist nicht mariniert und nicht mal gewürzt. Ist viel besser als die Vorspeise. Ist nicht schwer. Vielleicht kann man auch die Steigerung ein bisschen einberechnen. Sehr gut, ich würde sagen, dann gehen wir ran an die Punkte, oder? Ja. Für Ingolstadt mussten 14 Punkte aufgeholt werden mit der Hauptspeise. Wir starten aber mit Iserlohn und von mir gibt es gute 8 Punkte. Von mir auch. Knusprige 8. Das heißt, die Aufgabe wird nicht geringer für Team Ingolstadt. Von mir gibt es für das vegane Hauptgericht 7. Oh, von mir auch. Lecker war's. 7. Beide hatten einen tollen Knusperkasten. Das Einzige, was halt war, ist, einmal ein bisschen mehr und ein bisschen extra auf dem Teller und einmal halt die Basics. Ganz knappes Ding. Ich glaube, dass das von Anfang an eine Demontage war. Ob wir hätten das zweite Essen nicht mal machen müssen, hätten gewonnen. Das heißt, das Endergebnis lautet 45 zu 28 Punkten und damit geht das Duell an das Team aus Iserlohn. Sven und Emil, die zwei aus dem Sauerland, setzen ein kulinarisches Ausrufezeichen. 45 Punkte. Well done, Boys. Und was sich die Ingolstädter bei der Vorspeise gedacht haben, es wird wohl ewig ihr Küchengeheimnis bleiben. Man muss halt sagen, in der Saison ist es wichtig, wie man aufhört. Wir haben uns deutlich gesteigert. Aber trotz der Aufholjagd die Oberbayern ganz unten in der Tabelle der Penny-Eishockey-Grillmeisterschaft. Und Iserlohn übernimmt die Führung, verdrängt Schwenningen auf Platz 2. Ein Sieg tut immer gut, aber ein Sieg mit so viel Abstand, tut der dann noch mal besser? Ist immer gut, seine Gegner so in die Pfanne zu hauen. Ansage von Iserlohn. Ich sag mal, in dem Duell seid ihr guter Zweiter geworden, aber das kennt ihr ja schon. Ja, ich freue mich, dass Iserlohn wenigstens bei der Grillmeisterschaft in die Playoffs kommt. Hier liegt schon so ein bisschen Schärfe in der Luft, aber genauso soll es ja auch sein hier bei der Penny DL Eishockey Grillmeisterschaft. Und deswegen freuen wir uns auch schon jetzt wieder auf die nächste Folge und sagen für jetzt einmal Tschüss! Ciao.